Hallo, willkommen in Teil 2 dieses Videos. Nun möchte ich euch erklären, was man unter Isotopen und Ionen versteht. Isotope sind folgendermaßen definiert: Besitzen zwei Atome die gleiche Protonenzahl, aber eine unterschiedliche Neutronenzahl, dann gehören sie zwar demselben Element an, aber unterschiedlichen Isotopen. Ich werde das mal veranschaulichen anhand des Chloratoms, jenes Atoms, dessen Neutronenzahl wir gerade gesucht hatten. Sagen wir mal, wir haben ein Chloratom und noch ein Chloratom. Da beide Atome offensichtlich demselben Element angehören, haben sie auch dieselbe Protonenzahl, in diesem Falle 17. Tatsächlich können sich diese beiden Atome aber dennoch unterscheiden, und zwar in der Massenzahl. Links haben wir 35. Und rechts haben wir 37. Untersuchen wir. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.